Nate, was für ein Wahnsinnsspiel. Ein unglaublich wichtiges Spiel auch für dein Team. Vielleicht kannst du deine Emotionen vielleicht mal beschreiben. Wie geht's dir nach so einem Spiel? Heute auch Topscorer, Wahnsinnsspiel gemacht. Jetzt bin ich tot. Ich bin ganz müde, aber ganz entspannt. Ja, es war ein tolles Spiel und die Leute waren super. Es war ganz super heute Abend. Ein Spiel gegen Bonn mit einer besonderen Tradition, auch das hat man gemerkt hier an der Stimmung, und ein schwieriges Spiel. Ihr seid sehr, sehr stark rausgekommen. War es heute der Wille? Es ist für euch auch ein Key Game. It's a key game to come in and get this win, to really get an important win after a lot of losses in the past. Ja, immer mit Bonn ist das ein wichtiger und schweres Spiel. Es ist ein Derby-Spiel. So. Aber ja, es war sehr wichtig und hoffentlich können wir weiter und ja, besser machen. Noch besser spielen. Heute war die Defense eigentlich so wie seit Wochen nicht mehr. Immer in den letzten Spielen gab es immer ein Viertel, wo wir 20, 30 Punkte gefangen haben. Heute konstant stark gespielt und zwar von 1 bis zum 5, oder? Vor allen Dingen in der Defense. War das der Schlüssel? Das war definitiv der Schlüssel. Es war ganz wichtig für uns. Und, ja, wir haben gut gespielt heute Abend. Ich bin stolz auf die Mannschaft. Blick mir voraus, jetzt kommt der FC Bayern München. Eines der besten Teams im Moment in dieser Liga. Aber mit Bonn hat man heute auch ein Team geschlagen, das in 2013 vorher erst 2 Spiele verloren hat. Vor ausverkauftem Haus kann München sich warm anziehen hier in Trier, oder? Ist alles drin? Ja, alles drin. Wir können definitiv einen Sieg holen und wir definitiv das versuchen. Wie wichtig sind da die Fans hier auch zu Hause, dass viele da sind? Ganz wichtig. Wir können nicht haben einen Sieg heute Abend ohne sie. Korrekt. Der Mann kann wahnsinnig Deutsch. Dankeschön, Nate Lennart. Erhol dich gut.